Ja, wenn wir schon so spannende Gäste haben und so gut inspiriert werden, sollten wir auch die Gelegenheit nutzen, auch noch Fragen aufzunehmen. Ich habe natürlich auch ganz viele, aber ich will Ihnen auch noch ein paar Minuten die Möglichkeit geben, bevor der Minister leider wieder sich um die Wölfe in Niedersachsen kümmern muss. Das ist ja hier auch so ein unendliches Thema. Vielleicht darf ich am Anfang noch mal gleich erstmal mich herzlich bedanken an Ulrich, dass du uns wirklich noch mal wichtige Anstöße gegeben hast. Und vielleicht kannst du ja auch noch mal uns einen Experten benennen oder noch mal sagen, wie wir diese Frage mit den Dienstleistungen noch besser lösen können. Also die Geschichte, dass wir Produkte wirklich nur nutzen, also nicht Solarenergieanlagen verkaufen, sondern nur das Licht einfangen nutzen können und sozusagen die Dienstleistung 20 Jahre Licht einfangen kaufen. Kennst du da jemanden, der uns diese Modelle mal auf den Weg bringen kann, weil das gehört, glaube ich, auch dazu, dass wir diese Produkte so gestalten, dass eben der Hersteller weiter Verantwortung dafür trägt, aber er muss ja auch noch was damit verdienen können. Ja, also einer davon ist Michael Braungart. Muss jetzt nicht weggehen. der immer wieder mit Recht sagt, wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Ja, ist richtig. Und im Club of Rome haben wir unter anderem Walter Stahel, der ein Schweizer, der sozusagen als Antwort auf die Wegwerfgesellschaft neue Geschäftsmodelle mit Leasing, Reparaturen, ich weiß nicht was alles, und Geld verdienen genau damit. Das heißt also mit dem Nutzen statt mit Naturvergeuden. Ja, ja, das ist ja ein ganz wesentliches Modell, dass wir da vorankommen. Also die Geschichte mit den Bankern und den Finanzdienstleistern, dass sie dieses Modell einfach mal wirklich in Modelle gießen, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Dann noch eine Frage an dich, Olaf. Du hast ja jetzt erstens die Schirmherrschaft hier für den Kongress übernommen und zweitens hast du ja auch selber schon gesagt, wie du einen inspirierten Bau in Wilhelmshaven gestalten willst. Was sagen denn jetzt so die Kollegen im Kabinett? Hast du es denen schon mal erzählt? Und Kollegen im Landtag? Erzähl mal. Naja, es ist so eine Mischung. Ne? Die einen halten mich jetzt hier verrückt und sagen, das müsse ja so sein. Ich glaube aber, dass wir immer mehr Interesse wecken können, diese Gedanken zu vollziehen. Ich erinnere an ein wunderbares Gespräch, das wir hatten, um zum Beispiel diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz in der Bauwirtschaft zu implementieren und in einer stärkeren Maße Unternehmen haben, die das sehr bewusst machen. Und zwar nicht, weil es eine verrückte Idee ist, sondern weil sie sehen, welcher Wert da drin steckt, wie notwendig das wird, weil eben bestimmte Rohstoffe in Zukunft auch knapp werden und sie darin auch eine Perspektive sehen. Ich glaube, das Entscheidende ist dabei, dass man nicht den Eindruck gewinnt, und das wäre ja auch die Chance, da ist jetzt jemand, der hat plötzlich seine Meinung oder Haltung verändert, sondern der überlegt auch aus der Haltung und Erfahrung des Wirtschaftsressorts heraus, was ist eigentlich als Ansatz möglich, und so wie es gerade auch klang, was ist auch ein Geschäftsmodell möglich. Das ist ja nicht, ein Geschäftsmodell ist ja nichts Negatives an sich, sondern die Frage ist, der Umsetzung ist dabei. Und vielleicht ist das eine Chance, weil es eben doch viele Kontakte und Beziehungen und Drähte gibt, die natürlich geblieben sind, auch in die Wirtschaft und Industrie hinein. Und sozusagen den Gedanken, den du auch gerade aufgeworfen hast, das auch wieder zurückzuspielen und die gemeinsamen Ideen oder die Vorstellungen, die man hat, eben wieder reinzutragen in die Wirtschaft. Das macht Spaß. Ich kann nur sagen, für mich war der Wechsel nach einigen Monaten ein Gewinn, in den ersten Wochen okay und in den ersten Tagen natürlich ganz schlimm, aber das ist immer so, wenn man neue Aufgaben wahrnimmt. Aber ich finde, inzwischen finde ich, ist das eine riesige Chance, die Spaß macht. Und ich glaube, dass wir wirklich eine ganze Menge voranbringen können, wenn wir, sagen wir mal, vielleicht auch das, und das ist ja gerade auch sehr deutlich in den Ausführungen geworden, wenn wir ein bisschen auch zurückblicken aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, aber ein bisschen auch mutig nach vorne schauen, wo wir hinwollen, und wenn es uns gelingt, deutlich zu machen, gestern, sondern wenn ich es einmal kurz sagen darf, eine ganz schlimme Veranstaltung gehabt, wo ein Wirtschaftsvertreter sozusagen erklärt hat, wie schlimm gerade alles ist. Also Fachkräftemangel, Infrastruktur geht nicht. Also ich hatte den Eindruck, ich lebe in einem Land, das gerade kurz vor dem Untergang ist. Und das hat mich wirklich geschockt, weil das ist ja nun gar nicht so. Ne? Alles kann besser werden, ich kann nicht, aber das ist ja nun wahrlich nicht so, sodass ich erschrocken war, wie Wirtschaft zum Teil die Ist-Situation schlecht bewertet und dann so ein bisschen der Theorie von dir folgend sagt, das muss jetzt alles viel schneller, viel besser werden und überhaupt nicht innehält. Und das hat mich eher motiviert zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg, vielleicht ein Stück dazu beizutragen, das Innehalten, Überlegen, dann weitermachen besser ist, als, glaube ich, einfach nur Gas geben und zusehen, dass es immer schneller geht.
Ja, wenn bei Ihnen... Aber ich will Ihnen, wenn wir schon so zwei hochkarätige Referenten haben, auch nochmal die Möglichkeit geben. Ich darf noch zwischendurch nennen, der Remanufacturing-Guru heißt Nabil Nasr. Okay, ja. Wunderbar, dann haben wir den auch. Ja, gibt es hier ganz dringende, ja, dann werde ich doch mal schnell das Mikro dahin bringen. Dankeschön. Herr Minister, Sie haben erwähnt die Elektromobilität und mit einem Fragezeichen versehen. Warum erwähnen Sie nicht Ihren schönen Wasserstoffzug und erzählen, woher der Wasserstoff kommt? Wunderbar. Es war aber nicht abgestimmt jetzt. Ich finde, das ist so ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, aber irgendeiner hat erfunden jetzt, wenn wir elektromobil unterwegs sind, dann fahren wir mit Batterien. Das hat übrigens ist kein Gesetz, sondern die Frage ist doch, CO2 mal frei mobil zu sein. Und wir haben wirklich, das hat mich schon als auch natürlich als Wirtschaftsminister fasziniert, zu sagen, wie können wir Mobilität effizienter und CO2-ärmer machen. Und dann war der erste Gedanke, das ist so typisch, ne? Wir müssen jetzt alle Schienenstrecken, die wir haben, mit Oberleitungen versehen und dann können alle Züge elektrisch fahren. Kann man machen. Nur wir leben in Deutschland und mit so Planfeststellungsverfahren dauert das 30 Jahre, bis wir so die Schienenstrecken in der Regel elektrifiziert haben. Und deswegen war die Botschaft, lass uns doch mit Elektrifizierung fahren, also sozusagen den Speicher und den Antrieb direkt im Fahrzeug zu haben. Und das macht nur mit Batterien überhaupt keinen Sinn. Und deswegen ist das Thema Wasserstoff, Power to Gas, ein Riesenbestandteil der Zukunft der Energiewende. Nur wenn es uns gelingt, vielfältig zu denken, wenn es uns gelingt, Energie auch anders zu nutzen, zu wandeln, wenn es uns gelingt, erneuerbare Energien in Wasserstoff zu wandeln, übrigens auch über die Gasnetze, Infrastruktur zu nutzen, also ein riesenbreites Feld, dann macht das Sinn und da sozusagen ist dann diese Perspektive spannend, weil man erlebt eben in der Industrie, gerade in der Automobilindustrie, dass sie sagen, wir setzen jetzt nur auf einen Weg. Also in Deutschland, die Automobilindustrie setzt auf die Batterie. Und man muss deutlich machen, dass man vorsichtig sein muss, sozusagen einen Weg alleine zu beschreiben, der am Ende auch mal mindestens ein Stück Sackgasse sein kann. Und jetzt versuchen wir sozusagen über den Ansatz im Zug und jetzt auch im Ansatz vielleicht in den leichten Nutzfahrzeugen einen Weg dahin zu eröffnen, breiter zu denken und nicht zu sagen, ich schreibe, das ist ein bisschen das Ergebnis auch der Erlebnis der letzten Jahre, ich als Industrie schreibe dir als Kunde vor, was du kaufst. Das hat viele Jahre funktioniert, Jahrzehnte funktioniert. Ich glaube, alle sollten gewappnet sein, dass der Kunde am Ende vielleicht weiß, was er haben will und entscheidet, was er kauft. Und da sollte sich auch die Industrie in unserem Land, glaube ich, darauf einstellen. Ein schlagender Unterschied zwischen Batterie und Wasserstoff ist auch das Gewicht. Also was in einem Energieäquivalent Wasserstoff steckt, ist in der alten Batterie 30 Mal so schwer. Das ist also vollkommen wahnsinnig, was man da durch die Gegend karrt, unter der Idee, jetzt sei man elektrisch. Ganz wichtiger Punkt, gerade für weite Transporte, also LKW oder auch Schiff. Da denke ich, ist gerade dieses Modell Power to Gas ganz wichtig, weil ja Gasleitungen überall existieren. Hat sich aber auch noch nicht so rumgesprochen. Ich hoffe, dass du da auch im Bundesverbund sozusagen ein bisschen voranbringst. Wir haben ja in Niedersachsen immerhin schon mal eine Versuchsfabrik in Werlte. Aber da brauchen wir natürlich auch größere Produktion, ne, dass wir da auch vorankommen. Ja, definitiv. Wir sind ja gerade dabei, dass dieser Gedanke, der im Koalitionsvertrag in Berlin verhaftet ist, also Dinge möglich zu machen. Also technisch geht's, wirtschaftlich geht's nicht. Also Begriff Reallabor, wie man es auch immer nennt, völlig egal. Also in die Anwendung zu bringen. Da sind wir gerade dabei und ich meine, wir haben die tollen Beispiele. Die Stahlindustrie erkennt inzwischen, dass es vielleicht sehr viel mehr Sinn macht, Wasserstoff einzusetzen, und damit quasi den Prozess voranzubringen, weil sie am Ende bei den steigenden Kosten der CO2-Zertifikate ansonsten gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also wir sehen den Mehrwert der erneuerbaren Energien oder wir sehen das im Raffineriebereich, wo wir, das ist ja völlig absurd eigentlich, Erdgas nehmen, aufspalten, Wasserstoff erzeugen, den Raffinerieprozess einsetzen, also noch mehr CO2 emittieren, wo man mit CO2-freiem Wasserstoff aus der Elektrolyse in der Lage wäre, eigentlich schon beim fossilen Kraftstoff die CO2-Emissionen zu senken. Es gibt so viele gute Ansätze und das Ziel ist immer, für mich aus dem Windenergieland Niedersachsen, das sind wir, ein Energieland Niedersachsen zu machen. Das gehört dazu.
Wunderbar. Gibt es noch Fragen? Keine mehr. Wow. Ach, da oben. Entschuldigung, ja. Dann muss es vielleicht mal so. Versuch's mal so. Übersetzung, glaube ich doch. Und so weiter und so fort, war der Kupferkonsum relativ konstant. Muss es doch geben wegen der Übersetzung. Entschuldigung, wir haben ja auch Englisch. Ach so, soll ich fange nochmal an dann. Also für, kein Problem, für gefühlt Jahrtausende war es halt so, dass zum Beispiel Kupfer als Beispiel eines Metalls, weil wir gerade sehr viel über Metalle gesprochen haben, über Metallurgie, war Kupfer der Konsum relativ konstant. Und jetzt in den letzten 100 Jahren hatten wir in etwa einen Anstieg von so der Weltpopulation von Faktor 3, aber der Kupferkonsum hatte einen Faktor von etwa 30 und die Tendenz ist steigend. Und ich bin schon ein bisschen vertraut mit Cradle to Cradle, aber ich frage mich sehr eigentlich, bei solchen Tendenzen, und wir reden über Metalle und auch die Forschung entwickelt sich weiter, man spricht auch gerne von dem Begriff Wurzelmetalle, man versteht immer mehr, wie viele andere Metalle funktionieren können. Sie sind wichtig, sie sind unabdingbar für unseren technischen Fortschritt und wir sind hungrig drauf. So. Und da frage ich mich, da kann Cradle to Cradle das doch gar nicht lösen. Es wird doch weiterhin vielleicht auch Minenabbau geben und diese ganzen Tendenzen sind immer noch vorhanden. Und da frage ich mich eigentlich, und deswegen möchte ich diese Frage in die Diskussionsrunde abgeben, wo da der gedankliche Ansatz ist, weil ich sehe da große Probleme. Wollt ihr da drauf schon mal was sagen, bevor ich wieder hier runterklettere? Ernst Ulrich? Olaf? Ja, mache ich gerne. Ich glaube, das ist sozusagen an dem Gedanken der Mobilität deutlich geworden, was ja auch mindestens ein Teil, gerade mit Blick auf Elektromobilität, ein wesentlicher Anteil von Kupferverbrauch wäre oder anderen Metallen wäre. Es ist nicht nur das Produkt und die Frage, wie ich das Produkt herstelle, das Produkt wieder in den Markt bringe, sondern dahinter steht, der finde ich deutlich größere Ansatz, verändert sich nicht auch Anwendung. So, wenn wir bei der Mobilität sind, das ist ja das Uber-Prinzip, nun mag man über Uber schimpfen, aber der Gedanke von Uber war ja, das Fahrzeug, das ich habe, wird im Durchschnitt 2% am Tag genutzt. 98% am Tag steht dort ein Produkt. Wenn ich es intensiver nutze, kommt es natürlich auch schneller dazu, dass es erneuert wird. Das fließt aber wieder in den Kreislauf zurück. Also wie viel habe ich eigentlich parallel, was ich nicht nutze und brauche dafür Rohstoffe, die ich für die Produktion einsetze? Und ich glaube, dass man dieses Beispiel an vielen Stellen wiederfindet, wo es sozusagen um die geteilte Nutzung geht und die geteilte Nutzung nicht heißt, es gibt kein Wachstum oder keinen Wohlstand, den wir haben wollen, es gibt eine andere Form der Verwendung der vorhandenen Rohstoffe. Und das ist angesichts der Entwicklung der letzten 100 Jahre natürlich völlig anders gewesen, weil da nur die Zahl, die absolute Zahl gezählt hat und nicht die damit verbundene ausschließliche Anwendung. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns zwingen wird, diesen Weg zu gehen, weil es eben eine deutliche Grenze bei bestimmten Rohstoffen, natürlich auch gerade bei Metallen gibt und das wird die entscheidende Frage sein. Jetzt habe ich im Moment fast weniger das Bild der Kupferminen vor mir, sondern das Bild auch des Lithiumabbaus. Das kann nicht unsere Vorstellung sein. Dass wir uns hier sonnen in der Idee, wir retten die Welt, wir retten das Klima, wir machen Gutes und blenden das Bild dessen, was da praktiziert wird, wenn Rohstoffe abgebaut werden, völlig aus. Das ist so ein typisches deutsches Bild. Um uns herum, wie auf einer Insel, stellen wir fest, alles ist gut und vergessen dabei, was außerhalb war. Und ich glaube, dass das auch dazu führen wird, dass wir ganzheitlicher betrachten, wie viele Rohstoffe haben wir, die wir einsetzen können und was akzeptieren wir eigentlich an Bildern, die wir nicht täglich sehen und auch nicht wollen. Das, finde ich, muss nochmal ein ganz entscheidender Bestandteil sein. Ernst Ulrich, möchtest du auch was dazu sagen? Oder? Ja, erstens, Aurubis in Hamburg, einer der größten Kupferkonzerne der Welt, hat hauptsächlich Recycling. Wie? Ja, aber es ist sehr viel mehr als alle anderen in der Welt. Und zweitens wollte ich noch eine etwas andere Sache sagen. Die Trumpfkarte, die im politischen Dialog immer sticht, ist Arbeitsplätze. Nun haben wir beim Club of Rome unter Führung von Anders Wigmann für 10 verschiedene Länder untersucht, ob die Kreislaufwirtschaft Arbeitsplätze vernichtet oder schafft. Sie schafft. Genau. Michael Braungart hat auch noch eine Antwort. Ja, darf ich dazu was ergänzen? Als ich
Also vor 50 Jahren hatte ein Kupfererz noch 3,5% Kupfer. Wir sind jetzt bei 0,14% angekommen. Das heißt, eine Tonne Kupfererzeugung verursacht 2000 Tonnen an Abfall. Und wenn man sich das anschaut, ist es so, dass eine Firma wie Aurubis, also wenn man das umrechnet, viermal mehr Müll erzeugt als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Insoweit ist der Beitrag sehr, sehr wichtig. Trotzdem, wenn man Cradle to Cradle macht, wird das Kupfer nicht verbraucht. Es ist nur eine Dienstleistung. Und im Moment ersetzt man zu Recht endlich unsere Kupferbreitbandkabel durch Glasfasern zum Beispiel. Ein Kilometer Kupferbreitbandkabel hat 2,1 Tonnen Kupfer. Ein Kilometer Glasfaser mit gleicher Leistung, glücklicherweise ist die Leistung ein bisschen besser, dann hat 9 Kilogramm Gewicht. Das heißt, in der Tat gibt es dort Innovationsmöglichkeiten. Allerdings muss das Kupfer anders eingesetzt werden. Im Moment hat ein Auto etwa ein Mercedes 46 Stahllegierungen drin und was macht man daraus? Baustahl. Und weil die Kupferanwendungen immer kleinteiliger werden, wird das Kupfer einfach im Baustahl gleich mit verdünnt. Wenn der Kupfergehalt über 0,5% ist, dann bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. Wir haben Messungen gemacht beim Erdbeben 1999 in der Türkei, als 20.000 Menschen gestorben sind. Wir haben dort Kupfergehalte gefunden von über 2,2%. Die Kupferrecyclingrate war durch immer kleinteiligere Anwendung des Kupfers noch nie so gering, wie sie heute ist. Darum muss eben Kupfer als technischer Nährstoff betrachtet werden, von Anfang an. Man muss auch tatsächlich sich zusammentun und sagen, Kupfer ist Erbe der Menschheit und es muss ein Kupfermanagement geben. Ich habe jetzt auch in Assisi gesehen bei dem Erdbeben, dass die Gehalte deutlich über 1% waren. Was ist 1999 passiert? Die Vereinigten Staaten haben 7 Millionen Autos in die Türkei exportiert und die Leute in der Türkei haben daraus 1:1 Baustahl gemacht. In Westeuropa gehen wir anders hin. Wir nehmen den Autostahl. Ein Mercedes hat zum Beispiel 42% Standsabfall bei der Herstellung schon von den 46 Legierungen und wir machen daraus Baustahl. Ja, damit gehen nicht nur das Kupfer verloren, sondern auch natürlich das Chrom, das Nickel, das Kobalt, das Mangan, das Molybdän, das Wolfram, das Antimon, das Titan. Alle diese wertvollen Buntmetalle sind alle damit verloren. Und das nennen wir Recycling. Da ist Donald Trump der ehrlichere Lügner. Ja, da weiß man wenigstens, wo man dran ist. Man wird ehrlich belogen. Wir haben kein Recycling. Die Vereinigten Staaten verbieten die Verwendung von Autostahl als Baustahl. Davon wegen der Erdbebengefahr in der Region San Francisco, Kalifornien. Dafür werden diese Autos in andere Länder gebracht. Wie gesagt, wir verdünnen den Stahl, damit wir den Kupfergehalt unter 0,5% haben, aber wir verlieren damit genauso alle diese Buntmetalle. Und das ist genau Cradle to Cradle, zu begreifen, dass Kupfer ein technischer Nährstoff ist, der für die Technosphäre gemacht wird, anders als die Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen, die in die Biosphäre gehen. Wir haben heute nach wie vor noch Kupferleitungen für Trinkwasser, wir haben nach wie vor Kupferdächer davon, weil die Dachrinne muss auch als Kupfer sein. All diese Dinge natürlich sind unsinnige Anwendungen davon und wir haben nach wie vor selbst aber Pigmente und selbst Spritzmittel im Biolandbau, die auf Kupfer aufbauen und die eine hohe Kupferkontamination mit verursachen. Kupfer ist inzwischen ein massives Umweltgift geworden, weil durch den Wegfall des Schwefeldioxid, der saure Regen die Kupferdächer auswäscht, es gibt keinen Grünspan mehr und man müsste vom Gesetzgeber hingehen, tatsächlich Kupferdächer verbieten, weil natürlich im Klärschlamm nachher das Kupfer sich dann anreichert oder auch sonst in der Umwelt. Das heißt, wir müssen Kupfer wirklich neu denken und da ist dieser Beitrag völlig richtig, aber wir haben eigentlich genügend Kupfer, lange für 10 Milliarden Menschen, die wir auch schon lange gefördert haben, bloß man müsste ein Kupfermanagement so machen, dass jeder wirklich bestraft wird, wenn er dieses Kupfer einfach verliert. So, eine allerletzte Frage darf ich hier noch zulassen. Ja, ich wollte nur zur Frage der neuen Aufklärung die Worte von Kofi Annan wiederholen. Da sagte er, in unseren Zeiten von Aufrüstung ist Krieg überfinanziert und Frieden unterfinanziert.
Und wir sind uns klar, wo die besten Gehälter sozusagen an die falschen Menschen gehen. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Übersetzern bedanken, Übersetzerinnen bedanken. Wir haben heute auch internationale Gäste hier. Wir freuen uns sehr, dass wir eben auch zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr dieses Jahr wirklich auch die Möglichkeit haben, dass alle Leute parallel mithören können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Minister Olaf Lies und bei Ernst Ulrich von Weizsäcker, der den weiten Weg von Freiburg hierher zu uns gemacht hat. Das finde ich ganz toll. Und ich möchte mich natürlich bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die jetzt hier die ganze Zeit schon am Wuseln sind, am Arbeiten sind, damit wir hier einen tollen Kongress haben und es schon so weit jetzt hier gekommen ist. Und ja, alle, die jetzt hier sich nochmal für morgen gerüstet haben, wünsche ich morgen einen ganz schönen Tag und wir werden ganz spannende Diskussionen, ganz spannende Interaktionen haben. Ich wünsche allen einen schönen Abend und machen Sie es gut.